Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem allerneuesten Video. Heute gibt es ein bisschen ehrlichen Real Talk von mir, denn ihr habt wahrscheinlich auf meinem Kanal hier mitbekommen, kam schon ewig lang kein Bodyweight Home Workout mehr. Und das hat ein bisschen einen persönlicheren Hintergrund und den wollte ich euch erstmal verraten. Ich habe damals auf Social Media 2014 mit Workouts auf meinem YouTube-Channel angefangen und immer fleißig mit mir Sport mitgemacht und auch in meinem Online-Fitness-Programm habe ich ja neben dem ganzen Gym-Teil auch einen sehr, sehr großen Bodyweight-Home-Workout-Teil immer mit dabei gehabt. Das sind ja so meine Wurzeln, mit dem habe ich angefangen und das habt ihr auch gefeiert. Also ganz viele von euch, die mich immer in Real Life getroffen haben, haben gesagt so, hey, ich mache immer deine Workouts und dann habe ich auch mal schon so gefragt, Gym oder zu Hause? Und ganz viele von euch meinten dann eben halt auch zu Hause. Wie ihr es vielleicht hier auf dem Kanal mitbekommen habt, gab es dazu schon sehr, sehr lange kein neues Workout mehr und wenn dann nur im Fitnessstudio. Als ich damals angefangen habe, wollte ich diesen ganzen Bodyweight-Workout-Teil unbedingt neben dem Gym-Teil mit dabei haben, um einfach jeder Person die Möglichkeit zu geben, Sport machen zu können. Denn jeder Lebensalltag ist unterschiedlich. Nicht jeder hat immer die Zeit, ins Gym zu gehen, hat vielleicht Familie zu Hause, muss irgendwie ein Workout schnell reinquetschen, hat vielleicht auch gar nicht so Spaß, mit Gewichten zu trainieren, möchte aber trotzdem die Muskeln beanspruchen und deswegen fand ich es immer super, einfach verschiedene Optionen an die Hand geben zu können, obwohl ich persönlich mich mehr aus dem Gym-Bereich sehe. Ich habe damals im Fitnessstudio angefangen. Mich hat es total begeistert, hatte am Anfang Hemmungen schon als Frau in den Freihandelbereich zu gehen, aber habe es dann eigentlich dann rigoros durchgezogen. Aber auch da gibt es ja auch sehr, sehr viele Frauen, die sich nicht trauen, ins Gym zu gehen und sich sehr unwohl fühlen und lieber zu Hause in eigenen vier Wänden trainieren. Deswegen kamen eben auch dann sehr viele Beintrainings, Workouts sozusagen für zu Hause, ohne Gewichte oder mit Bändern oder mit Gegenständen, die man zu Hause hat. Und tatsächlich habe ich schon immer irgendwie Probleme damit gehabt, wenn man mich als Sportskanone bezeichnet oder als einfach sportliche Person tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das von meiner Historie kommt, dass wenn man jetzt zum Beispiel immer mit seinem Gewicht zu kämpfen hatte, früher vielleicht übergewichtig war, deswegen gemobbt wird, sich selbst als Sportmuffel bezeichnet hat oder Sport ist Mord war so mein Motto. Ich glaube, das ist so tief in einem drin. Ich reflektiere dann so, okay, ich gehe eigentlich super gerne fast jeden Tag ins Gym, aber ich bin doch nicht sportlich. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ganz, ganz komisch, wie die Wahrnehmung dann auch die eigene von mir ist. Ich weiß, dass ich zum Beispiel jetzt nicht schwach bin. Ich würde mich schon als starke Person bezeichnen, aber es gibt Menschen zum Beispiel, die sind ja wirklich wie so Duracell-Häschen und wirklich so, die jede Bewegung in Anspruch nehmen und dann hierhin rennen und auf den Berg gehen und die einfach so quirlig und flink sind. Ich weiß nicht, ob es auch durch das Bodybuilding kommt, dass man da eher so ein bisschen gediegener, träger wird. Man ist dann irgendwie so ein bisschen auch versteift vom Körper her. Bewegt dann einfach Gewichte gerne von A nach B. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, aber das war immer auch schon ganz faszinierend, was ich immer so bei mir beobachtet habe. Und auch so, wenn ich jetzt viel unterwegs bin, ich finde es super, wenn man einfach Optionen an der Hand hat. Wenn man sagt, ich brauche nichts, ich kann mit mir, mit meinem eigenen Körpergewicht trainieren. Aber mir ist es so, wenn ich jetzt unterwegs bin, dann google ich jetzt zum Beispiel, habe ich ein Hotelgym oder ist ein Gym bei mir in der Nähe. Dann gehe ich da halt auch gerne hin, weil ich diesen Ort einfach brauche, wo mein Handy aus ist, wo ich weg bin von zu Hause oder jetzt, man jetzt im Hotel ist, mit Fernseher und Bett und so weiter und dass man da kurz aus der Situation rausgerissen wird, einen Ort hat, wo man wirklich nur im Hier und Jetzt ist und wenn man den Ort auch wieder verlässt, dass man das so hinter sich lässt. Also das ist meine persönliche Präferenz. Das ist nicht für jeden so, aber trotzdem möchte ich einfach den Kraftsport für so viele wie möglich hier einfach spaßig und cool machen, dass ich sage so, hey, du kannst deine Muskeln kannst du nicht nur im Fitnessstudio trainieren, sondern auch zu Hause, weil ich einfach möchte, dass Frauen so nicht nur in ihre äußerliche Stärke kommen, sondern eben auch in diese innerliche und das ist halt irgendwie so meine Mission. Wenn ihr jetzt aber auch noch einen genauen Plan sucht und sagt, okay, ihr braucht einen konkreten Trainingsplan fürs Fitnessstudio, aber auch für zu Hause oder ihr braucht einfach Hilfe bei der Ernährung mit Rezepten und so weiter oder auch Tipps für mentale Gesundheit, dann kann ich euch immer noch an mein Gymondo Fitnessprogramm ans Herz legen. Das Ganze ist ja an meine heutige Fitnessphilosophie angepasst. Damals war es das Sophia Thiel 12 Wochen Body System. Heute ist es das Healthy Inside Out Programm. Ich habe damals ja 2015 angefangen. Das war einfach eine andere Zeit. Es war einfach mehr auf Abnehmen ausgelegt, Fitness. Ich war auch noch ganz anders. Also ich war gerade in meiner Anfangszeit und mich damals schon so unwohl gefühlt, dass es 12 Wochen heißen musste. Dann kam aber das Marketing natürlich auch noch mit dazu und die meinten, ja, wir können aber kein Unendlichkeitsprogramm machen, also mit so einem Unendlichkeitszeichen, weil ich gesagt habe, es ist aber eigentlich eine Lebensumstellung. Es gibt hier keine zeitliche Begrenzung, sondern es ist eine Lifestyle-Umstellung. Aber 12 Wochen war dann quasi so das, wie es benannt werden musste. Ich habe auch immer gesagt, was kann ich am besten nach außen hin für Empfehlungen geben bei jemandem, der bei Null anfängt, der einfach eine andere Lebenssituation hat wie ich und stehe auch bis heute vollkommen dahinter, denn ich mache das ja bis heute
heute, einfach Kraftsport. Die Kernthematik ist einfach Kraftsport, Muskeln trainieren und die Ernährung bis heute mache ich ja auch in diesem, naja, möchte man das Clean Eating bezeichnen, das ist ja auch heute noch meine Philosophie, nur damals bin ich mit mir selber einfach nicht gut umgegangen. Ich habe gesagt, okay, mein Körper ist ein Arschloch, das funktioniert nicht so wie bei anderen, ich bin hier als Vorbild an der Spitze, ich muss mit mir ganz anders umgehen, ich muss funktionieren, ich habe nicht leichten Sixpack, ich muss dafür sehr viel Gewalt anwenden und das habe ich mir selber so eingeredet. Das war eben so das Problem, diese Diskrepanz auch und habe jetzt innerhalb dieser fast, ja, bald dann auch 10 Jahre hat sich natürlich bei mir auch sehr vieles verändert. Ich habe sehr viel über meinen Körper lernen müssen, über mich selbst, wie ich als Mensch auch in diesem Fitnessbereich funktioniere, bin auch komplett auf den Boden aufgeschlagen, habe einfach Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich für mich einfach komplett unfit war, wo ich alles in Frage gestellt habe, ob ich das überhaupt so machen darf, kann, soll. Und auch in der Ernährung muss ich erstmal herausfinden, was tut mir eigentlich gut, weil man wird ja auch von Social Media von allen Seiten so beeinflusst. Die einen sagen, man muss sich so ernähren, die anderen so und dann denkt man sich, ah, aber ich muss das doch auch und die Person sieht so gut aus und so fit und so muss ich auch aussehen und davon muss ich mich erstmal frei machen und schauen, was tut mir eigentlich gut und was macht mir einfach Spaß. Bei diesem Lernprozess nehme ich euch einfach offen und transparent mit und ich bin immer auch ein Fan, wenn man eben einen konkreten Plan trotzdem hat, anstatt einfach irgendwas irgendwie zusammen zu motschen und drauf loszulegen. Deswegen verlinke ich euch nochmal mein Programm, wenn ihr das möchtet. Das hat mir einfach sehr, sehr geholfen auch und diese Entwicklung findet auch darin statt. Warum kam jetzt so lange keine Bodyweight-Workouts mehr? Ihr habt ja mitbekommen, dass mein Gewicht, dass es ja immer rauf und runter ging und ich auch so meine, ja, Höhen und Tiefen hatte. Und es war für mich schon immer so, dass die Belastung im Gym anders war als natürlich das eigene Körpergewicht. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Wenn man mit dem eigenen Körper dann trainieren möchte, das ist was komplett anderes, als wie wenn du jetzt eine Maschine machst oder mit Kurzhanteln und so weiter. Es ist einfacher, finde ich fast schon. Und da bin ich teilweise einfach an meine persönlichen Grenzen gekommen. Und da hatte ich so einige Momente, wo wir eben Homeworkouts aufgenommen haben, wo ich dann eben auch schon beim Gewicht sehr zu kämpfen hatte und ich muss einfach zugeben, abgekackt, wortwörtlich. Ich habe zum Beispiel Liegestützen gemacht und ich hatte ja auch dann weniger Kondition phasenweise und es war einfach mir zu schwer, dass ich dann einfach versucht habe, diese 10 Liegestütze zu machen und ich habe es einfach nicht geschafft und bin dann auf der Matte zusammengebrochen. Oder ich habe zum Beispiel natürlich im Fitnessstudio beispielsweise Trizeps trainiert mit Kurzhanteln oder am Kabelturm. Alles fein, ich spüre meinen Trizeps super und so weiter und dann möchte ich aber in einem Homeworkout Dips am Stuhl machen. Ich habe mein eigenes Körpergewicht einfach nicht so gut handeln können und das war für mich immer so frustrierend und so beschämend, weil ich ja auch trotzdem irgendwie dieses Fitnessvorbild bin oder sein möchte oder dem gerecht werden möchte. Und dann, wo ich dann eben meinem Körper einfach so zu strugglen gehabt habe, habe ich dann gemerkt, okay, irgendwie kann ich diese Rolle nicht erfüllen. Und ich kacke hier einfach vor laufender Kamera ab. Und das hat mich einfach so oft so demotiviert und frustriert, dass ich dann immer mehr gesagt habe, okay, nee, ich trainiere einfach im Gym. Ich bin trotzdem keine unsportliche Person. Ich will einfach das machen, was meine Passion einfach ist. Und das andere kommt dann schon wieder, wenn ich einfach mich wieder auf diese andere Weise fitter fühle. Also ganz viele von euch, die auch ins Gym gehen, werden wahrscheinlich das auch merken, dass du zum Beispiel auch Rücken trainieren kannst, machst Latzug und machst richtig viele Rückenübungen. Und wenn es dann darum geht, dass du jetzt Klimmzüge machen sollst, dann stehst du erstmal da und denkst dir, okay, habe ich überhaupt Muskeln? Bin ich einfach zu schwer? Und so kann man das ungefähr ins Verhältnis setzen. Also man kann jetzt auch jetzt hier nicht in Extremen sagen, okay, wenn du das alles kannst, dann bist du sportlich und wenn du es nicht kannst, bist du unsportlich. Es gibt verschiedene Arten von fit sein, sage ich jetzt mal. Wo ich so ganz, ganz dünn und definiert war, war ich definitiv nicht die fitteste Version von mir. Ich war den ganzen Tag müde, ich musste überall leichtere Gewichte nehmen. Ich war froh, wenn ich überhaupt Energie hatte, ins Fitnessstudio zu gehen und mein Training irgendwie zu absolvieren. Und wo ich dann auch dann mehr Gewicht hatte und zugenommen hatte, hatte ich richtig Schmalz. Ich habe richtig 100 und mehr Kilo Kreuzheben machen können, habe mich richtig stark gefühlt. Aber trotzdem war mir mein eigener Körper von der Beweglichkeit her und eben von den Bodyweight-Sachen zu viel. Und da wegen dieser Frustration und dem, dass ich da einfach dann das Gefühl hatte, dass ich nicht mehr so gut darin bin, wie wenn ich jetzt so super dünn bin und mein Körper eigentlich super leicht für mich ist. Es waren eben so verschiedene, unterschiedliche Phasen in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob man das gut verstehen kann. Ich hoffe schon. Und jetzt ist eben der Moment gekommen, wo ich gesagt habe, weil mich einfach so viele von euch immer wieder darauf ansprechen, Sophia, wann gibt es neue Workouts und so weiter, dass ich gesagt habe, ich möchte das wieder machen. Deswegen eure Homeworkouts für zu Hause, die Wünsche bitte super gern jetzt in die Kommentare reinschreiben. Und wenn ihr Bock eben habt auf jetzt weitere Workouts oder mehr Workouts hier auf YouTube, dann zeigt bitte einen Daumen nach oben. Denn ich glaube, ich bin jetzt bereit, wieder loszulegen. Würde mich natürlich mega freuen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche zum ersten Workout. Wir starten langsam für Anfänger hier auf YouTube und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und würde sagen, tschüss.